Es ist zunächst so etwas wie ein Tête-à-Tête. Bundeskanzlerin Merkel trifft sich zur Stunde im französischen Deauville mit Präsident Sarkozy. Und später kommt dann der russische Präsident Medvedev dazu. Im Mittelpunkt stehen die Sicherheits- und die Wirtschaftspolitik. Hier soll vor den G20- und NATO-Gipfeln möglichst viel Übereinstimmung erreicht werden. Dieser Dreiergipfel hat Tradition. Zuletzt hatte Merkel 2006 die damaligen Präsidenten Chirac und Putin getroffen. Und in Deauville ist unser Korrespondent Michael Strempel. Herr Strempel, was ist denn dieses Mal das zentrale Thema des Treffens? Also das zentrale Thema, auch wenn eine Reihe wirtschaftlicher Themen angesprochen werden sollen, wird die Sicherheitsstrategie, vor allem die neue Sicherheitsstrategie der NATO sein. Und deshalb ist der Termin dieses Treffens hier in Deauville auch mit Bedacht gewählt. Deutschland und Frankreich wollen im Vorfeld des NATO-Gipfels im November, der über die neue NATO-Sicherheitsstrategie entscheiden soll, das Signal an Russland aussenden: Ihr seid uns als Partner so wichtig, dass wir vor einer solchen Entscheidung mit euch darüber reden wollen, dass wir mit euch gemeinsam beraten wollen und eure Position hören wollen. Das hat auch viel mit Psychologie zu tun. Da will man die russische Seele ein bisschen streicheln, aber den Russen eben auch Ängste nehmen, vor allen Dingen hinsichtlich des geplanten Raketenabwehrsystems, was die NATO errichten will und was Russland bislang immer als ein System gegen sich gerichtet verstanden hat. Wie groß sind denn die Chancen, dass man Russlands Bedenken in dem Bereich bei diesem Raketenschutzschild ausräumen kann? Also, wenn man Russland wirklich bei diesem Thema mit an Bord haben will, dann würde es wohl nur funktionieren, wenn Russland wirklich bei einem solchen Raketenabwehrsystem kooperiert. Und das ist auch das erklärte Ziel von Deutschland und Frankreich. Das wollen Sie hier auch dem russischen Präsidenten nochmal unterbreiten. Aber als echten Kooperationspartner wird Russland am Ende nur ein NATO-Land akzeptieren, und das sind die USA. Ist auf Reisen, und zwar im französischen Badeort Deauville zum deutsch-russisch-französischen Dreiergipfel. Am Nachmittag wurde sie von Präsident Sarkozy begrüßt. Gemeinsam mit Russlands Präsident Medvedev wollen sie die französische G20- und G8-Präsidentschaft sowie den NATO-Gipfel vorbereiten. Und erste Ergebnisse gibt es schon. Deutschland verzichtet auf automatische Sanktionen für Defizitsünder. Dafür unterstützt Frankreich deutsche Pläne zur Änderung der EU-Verträge. Treffen von Sarkozy und Merkel im französischen Badeort Deauville kam am Abend auch der russische Präsident Medvedev hinzu. Im Mittelpunkt dieses traditionellen Kleingipfels der drei Länder steht die Sicherheitspolitik. Konkret geht es bei den zweitägigen Gesprächen um die neue NATO-Strategie und den Aufbau einer Raketenabwehr in Europa. Russische Vorbehalte sollen ausgeräumt werden. Es soll nur ein Meinungsaustausch sein, aber an protokollarischem Aufwand haben es die französischen Gastgeber im Seebad Deauville nicht mangeln lassen. Schmeicheln ist Teil des Konzepts. Ihrem russischen Gast wollten Präsident Sarkozy und die Bundeskanzlerin vor allem beweisen, wie wichtig er ihnen als Partner ist. Gut möglich, dass Präsident Medvedev diese Geste gefallen hat. Ob sie aber ausreicht, um russische Bedenken gegen die neue NATO-Strategie zu zerstreuen, ist fraglich. Vor allem die Pläne der NATO, ein Raketenabwehrschild zu errichten, missfallen den Russen. Auch wenn die NATO betont, der Schild sei nicht gegen russische Raketen, sondern gegen die sogenannten Schurkenstaaten gerichtet. Merkel und Sarkozy, die sich schon am Nachmittag zu Vorgesprächen trafen, wollen Russland überzeugen, sich an der Konzeption des neuen Abwehrsystems zu beteiligen. Das, was wir machen wollen, ist Vertrauen aufbauen und deutlich machen, wir sitzen in einem Boot, wenn es um die wirklichen Gefährdungen im 21. Jahrhundert geht. Die Bedrohungen für Frankreich, Deutschland und Russland sind heute dieselben. Präsident Medvedev kann sich also auf ein betont freundliches Abendessen einstellen. Die deutsch-französische Geste an den russischen Präsidenten kann hilfreich sein, um einen Rückfall in die Frontstellung des Kalten Krieges zu vermeiden. Eine echte Partnerschaft braucht aber mehr. Wenn die NATO Russland wirklich für eine Mitarbeit am geplanten Raketenabwehrsystem gewinnen will, reicht die Charmoffensive aus Deutschland und Frankreich nicht aus. Das könnte wohl nur einem NATO-Mitglied gelingen, den USA.